Das ist das achtjährige Supermodel Vanessa in einem Kinderkleid für über 2000 Euro. Egal ob Mailand, Paris oder im heimischen Lettland, Modeln lohnt sich schon als Kind. Ja, es geht schon los, bei 250 Euro aufwärts, kann man schon sagen. Bis? Ja. Was ist da so die Top-Gage? Du hast auch Celebrity-Kinder, die nehmen auch mal locker um die 5.000, 10.000 Euro für so einen Laufsteggang. Echt? Ja, klar. Geil, ich glaube, ich muss Kinder bekommen. Am besten gut aussehen. Heute läuft Vanessa auf der Fashion-Show für die VIP-Kunden der Hamburger Luxusboutique Petit Poupette. Und hier dürfen alle auf den Catwalk, egal ob Profi oder eben die Kinder der Kunden. Hauptsache, die VIP-Eltern sehen die neue Kinderkollektion von Gucci und Co. Ja, natürlich. Ja. Pro Outfit sind wir jetzt bei ungefähr 800 oder 1000 Euro. Willkommen in der Welt der Reichen, wo man eben gerne Geld für schöne Klamotten ausgibt. Früher für sich selbst, dann irgendwann für die Frau und irgendwann nur für die Tochter. Der Lauf der Dinge. Besser gesagt, der Lauf des Geldes. Und der geht in Hamburg so. Wer Geld hat, der geht hier einkaufen auf dem Hamburger Wall. Das ist doch geil. Hier, wo die Leute, die Erwachsenen, ihre Luxusklamotten kaufen. Zwischen Chanel, Armani und Gucci. Da gibt's natürlich dann auch die Kinderboutiquen. Luxus-Kinderboutiquen. Wo die Stammkundschaft monatlich für im Schnitt 4.500 Euro einkaufen geht. Doch heute hat Luxus-Stylist für Kinder Eugen Schachnowitsch zur Fashion-Show geladen und das kurbelt den Umsatz für den Laden meist noch mal mehr an. Du suchst dir jetzt quasi Sachen aus, die tragen sie dann bei der Modenschau, genau, mit dem Gedanken, dass die Eltern danach dann die Sachen kaufen. Was sind meine Gedanken? Natürlich wünscht man sich, dass das ein oder andere Teil dann auch später auch mitgeht, ja? Weil ich meine, es ist auch eine schöne Erinnerung, die, auch, die man auch mitnimmt nach Hause, natürlich, oder? Klar. So ein Andenken quasi. Richtig, für, so eine, wie so eine Postkarte. Für 1.500 Euro. Ja, genau. Auch dabei Mama Laila, die mit ihren zwei Kindern extra für die Modenschau aus Köln angereist ist. Die achtjährige Lina ist zwar kein Profi, weiß aber, worauf es beim Modeln ankommt. Dass ich nicht zu lange stehen bleibe. Okay. Und dass ich so nicht jetzt so bin und dann ein bisschen krumm, sondern einfach nur so normal stehen und dann einfach im Kopf bis 13 oder so und dann wieder zurücklaufe. Nach kurzem Probelauf und den richtigen Anweisungen von Eugen geht's zum Dressing und Styling. Mittendrin Supermodel Vanessa, die seit fast 3 Jahren modelt und bereits 60.000 Fans bei Instagram hat. Sie darf das teuerste Stück des Tages tragen. You know how much it's worth? I think 200. It's 2000. Cool. Cool, that's cool, yeah? Yeah. Yeah. You would like to buy it afterwards? I think, yeah. Wann zieht ein achtjähriges Kind sowas an? Also tatsächlich, wir haben ja ganz viele Showerpartys zum Beispiel, Geburtstage. Ach so, das heißt, die Kids tragen jetzt diese Klamotten dann entsprechend so als Ausgekleidung. Wenn, genau, sie dann, wenn man als achtjähriges Kind auf einen Geburtstag, genau, ankommt, genau, dann will man natürlich auch super, genau, aussehen. Und dann zieht man halt eben das 2.300-Euro-Kleid mit Swarovski-Steinen an. Und damit das auch so richtig gut in Szene gesetzt wird, präsentiert Profimodel Vanessa vor ungefähr 50 VIP-Eltern das Premium-Kleid für Achtjährige. Insgesamt 20 Minuten dürfen alle Kinder die neuesten Luxusartikel zeigen und ihre Eltern mächtig stolz machen. Und nach dem Catwalk heißt es dann endlich shoppen. Der erste Interessent für das Kleid. Das gab es leider nicht mehr in der Größe, aber das habe ich jetzt bei Eugen schon vorbestellt. Ich glaube, ein Kind in dem Alter weiß das nicht zu wertschätzen. Es glitzert nicht so schön, aber für sie wäre das egal, ob das 50 Euro oder das Zehnfache kostet oder so. Ja. Das macht man wirklich für sich dann, glaube ich. Also sagen wir so, das habe ich mir aber erarbeitet für meine Tochter und ich brauche es nicht mehr. Solche Kunden wie Limonadenfirmeninhaber Vasco sind Luxusstylist Eugen natürlich am liebsten. Und auch die Mama von Supermodel Vanessa schlägt zu. Für über 3.000 Euro kauft sie unter anderem die beiden Outfits, die die Achtjährige auf der Fashion Show getragen hat. Die Welt der Reichen, ein Leben wie von einem anderen Stern. Ich mache kurze Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.